Hallo, schönen guten Abend hier. Ich möchte hier kurz mit euch mal ein Thema anfangen. Und zwar zum neuen Formwandler Borgvogt Z. Bezüglich auch die Frage, ist der wirklich halt zu stark? Oder was hat es wirklich halt damit auf sich? Also ich kann euch hier nochmal kurz das Spiel Good Game Empire zeigen. Yeah, ich brenne übrigens noch ein bisschen, aber ich bin auch schon wieder fleißig am Löschen halt. Ja, hat auch schon ein paar Angriffe, aber boah, scheißegal halt, ne? Ist halt lustig. Gerade sind übrigens gerade auch die Fremden da. Ich habe auch schon ein paar Punkte bei den Fremden gemacht. Auch schon mit der Allianz. Ich bin jetzt auf 260 und Allianzwertung. Ganz, ganz kleiner Funfact. Sind wir schon mit zwei Allianzmitgliedern, weil es hat sich auch schon jemand bei mir gemeldet halt. bei 674. Yay, auf jeden Fall, ne? Also fast so gut wie eine Plünder-Allianz. Oder gibt es sowas überhaupt noch? Es ist ja auch wurscht. Übrigens, wenn ihr gerne in meine Allianz kommen wollt, könnt ihr mich gerne anschreiben und könnt aber sagen, hey, ich möchte gerne in deine Allianz kommen. Ist mir egal, was ihr für Machtpunkte, Level oder keine Ahnung was seid. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, um hier in die Allianz zu kommen, ist erstmal, ich brauche Platz. Wenn ich Platz habe, könnt ihr auf jeden Fall rein halt. Das Nächste, was wirklich wichtig ist, ist halt, was ihr für Aktionen tut. Also ihr könnt meinetwegen hier freien Lauf machen, was ihr gerade lustig zu seid. Das ist mir relativ lax so ungefähr halt. Wichtig ist nur halt, also was wirklich wichtig ist, ist, niemanden hier zu beleidigen. Also, das bedeutet, wenn euch jemand anschreibt, bäh, ganz einfach, aber nicht halt irgendwie anfangen, oh, du bist kacke oder Dings oder so. Wenn ich sowas mitkriege, seid ihr schneller wieder draußen, wie ihr drin seid. Weil ich finde, es ist ein Spiel halt, aber wir müssen uns nicht unbedingt gegenseitig beleidigen. Wenn irgendjemand kacke zu einem ist, kann man ihn einfach anmähen und fertig. Ich glaube, das macht ihn manchmal mehr halt, sauer, als dass er halt sonst was. Okay, aber jetzt nochmal ganz fix nochmal. Also, gerade eben kurz Werbung in eigener Sache halt. Und jetzt natürlich mal kurz hier zum Thema. Formwandler, der neue Borgvogt Set. Hier seht ihr den natürlich auch schon halt alles. Mit den ganzen Blablabla, mit den ganzen Steinen und so weiter halt. Hier hat er natürlich auch Nah- und Fernkampf. Ich glaube, der hat auch relativ viel. Hat er auch Mauer oder beziehungsweise auch Mauer, was er haben kann. Warte. Ich habe kurz gerübst. Yeah. Es hebt auf jeden Fall das Niveau vom Video, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn du hier rübst. Obwohl der, glaube ich, relativ leise war. Naja. Okay, Bonus hat hier auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen. Ich möchte jetzt nicht so wirklich darauf eingehen. Also, die wurden auch, glaube ich, mal zusammengefügt. Also, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall, ich glaube, 50% mehr auf der Mauer kriegt und noch ein paar andere Sachen. Also, das ist, denke ich mal, auf jeden Fall schon ein schönes Teil. Könnt ihr auf jeden Fall noch nachlesen. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu bei mir in die Videobeschreibung auch noch gleich reinpacken. Natürlich auch unter dem Link fürs Spiel natürlich auch, der auch relativ weit oben kommt. Natürlich kommt vor noch der Titel von meinem Video und dann noch kurz, ja, kleine Zusammenfassung halt so ungefähr vom Video. Und danach kommen aber auch schon die Links rein. Also da müsst ihr halt nicht lange scrollen, um da halt wirklich zu gucken, wo sind jetzt die Links halt. Und danach gibt es auch noch, mein Instagram, Facebook und Twitter-Account oder so halt. Da könnt ihr euch natürlich auch gerne halt melden, mir folgen oder halt mal ein Like da lassen oder so. Obwohl, Twitter bin ich eigentlich recht inaktiv. Und dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt das nächste Schreiben halt. Also hier ganz oben erstmal die Vorstellung hier war dann erstmal, ja, boah, kleines Missverständnis, bla 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 bla. Das war übrigens am 4., also ganz zu Anfang haben die den dann rausgehauen halt hier jetzt am 23.07. halt am 24. haben sie dann gesagt, ja, kleines Missverständnis, aber dafür wird es jetzt erstmal so einen anderen halt, ich glaube, den Elbenrüstung da geben, wie, was, warum, wieso, ist jetzt auch relativ lax halt, glaube ich halt. Da tut es nicht wirklich viel zum Thema zu tun. Falls ich mich der Ehre gönne, Entschuldigung, könnt ihr so gerne unten in die Kommentare reinschreiben und sagen, hey, du hast dich da Geld, das gehört auf jeden Fall zum Thema dazu. Und jetzt, fass mein Einhorn an! Und dann sage ich, hast du auch eins, finde ich cool. Okay, und jetzt komme ich ja zu einer relativ großen Kacke halt so ungefähr, finde ich halt. Das ist nämlich hier mit diesem Update haben wir unsere neuen Formwandler Borgvogt Set eingeführt. Das wirklich coole auf Papier aussieht. Und in-game haben wir schon einiges an Feedback erhalten. Mit der Warnung, dass dieser Vogt zu stark ist. Zu stark ist. Ja, für wen ist er denn zu stark? Für wen denn? Alter, das erinnert mich so. Ich denke mal, ein paar von den Good Game Studio Mitarbeiter können sich vielleicht noch dran erinnern. Wie war denn das nochmal? An den Roundtable. Da gab es auch so ungefähr, also wir hatten da zum Beispiel nachher noch so einen Chat, wo wir uns auch noch alle unterhalten haben. Und da gab es zum Beispiel auch, als die,
als die DAF-Einheiten der Zweitwelt verhöht wurden, gab es auch Leute und sagen, nein, wieso könnt ihr denn nur sowas tun halt und das erhöhen halt? Und ich habe da zum Beispiel ganz geil, lass uns das erstmal angucken halt. Und natürlich, klar, die Leute, die ihn da angreifen halt, die verlieren dann natürlich auch mehr. Aber das sind auch die Leute, die meistens sowieso halt immer halt, ja, sagen halt, oh, ich bin der Starke und sich quasi halt danach rühmen halt oder sich quasi halt, man würde schon fast sagen, danach halt sich irgendwie sexuell erregt fühlen, wenn sie dann irgendwie mal es schaffen oder es wirklich einmal hinbekommen, morgens früh um 4, ach so, ich greife auch immer morgens früh um 4 an, morgens früh um 5, irgendwie dann da die Truppen rauszukloppen. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Vogt zu tun. Ich meine, ihr habt doch ein Balancing, ihr habt doch einen Typen, der Balancing macht halt. Habt ihr, denke ich mal, Good Game, Studios. Der müsste, oder ich denke mal, der hat doch bestimmt auch da eine Ahnung halt. Es geht doch gar nicht darum, um den Vogt halt. Wenn zum Beispiel hinter dir eine super Allianz steht, klar, dann kommt da keiner durch. Egal, mit wie viel der da angerauscht kommt. Weil er auf jeden Fall weggedefft und in 80k Def reinläuft. Wenn der Vogt zum Beispiel bei mir in der Burg stehen würde, hier bei mir, mit zwei Leuten, mit einem, der, ich kann es sogar zeigen, der ich glaube noch nie online war, der ist schon rot halt. Und ich keine Def drin habe. Da ist der Vogt ein Witz. Ein Witz ist der. Der ist lachhaft, der Vogt. Dann sagst du dir, hahaha, was hast du denn für einen tollen Vogt? Bringt dir aber nichts, wenn du keine Def hast. Und das ist doch der Punkt doch einfach halt. Ich meine, lass die Leute, lass es doch einfach mal rein. Ich meine, hier, komm halt. Klar, ihr könnt doch nachher immer noch sagen, okay, nach dem Balancing, das wir uns angeguckt haben, scheint das mit den Werten nicht so ganz hinzuhauen. Wir cappen das einfach alle ein bisschen. Es wurde doch schon mal hier irgendwas gecappt halt. Denn wenn halt nochmal wieder die Werte ein bisschen anders gecappt hat, damit das Balancing sich wieder so ein bisschen halt regeneriert. Aber doch gleich hier die Leute sagen, hier, oh, ihr könnt ihn nicht direkt bekommen, ist doch irgendwie auch kacke halt. Oder? Boah, da muss ich kurz mal rülpsen. Auch kacke halt in dem Sinne halt. Und jetzt auch den Formwandler, der hat irgendwie den Formwandler-Shop halt. Was denkt ihr denn jetzt dazu? Sagt ihr halt, yeah! Gut, ich würde ihn auf jeden Fall nicht reinbringen halt. Oder sagt ihr, hey, ich bin in einer kleinen Allianz. Ich habe meistens eh nicht viel Def, wenn da zum Beispiel irgendjemand ankommt und mir zum Beispiel halt, ja, lachend in your face läuft halt. Ich hätte gerne so einen Vogt. Ich hätte wirklich gerne so einen Vogt und würde gerne sagen, ja, mit wenig Def kann ich den auf jeden Fall wegdeffen und brauche nicht mega viel und der kann nicht mal lachend in your face, quasi lachend in mein Gesicht halt springen und sagen, ha, ich habe deine Burg angezündet. Weil derjenige vielleicht kein Brand-BV drin hat oder ja, einen anderen Vogt oder einen Eisvogt oder sowas drin hat. Oder was auch immer für ein Vogt halt. Von daher würde ich einfach mal sagen, lass das doch einfach mal passieren. Würde ich immer noch sagen, genauso wie es mit den Def war. Lass die Def doch erstmal so sein. Lass es doch einfach mal alles auf uns hinzukommen. Und wenn wir dann sagen, oh, der ist aber trotzdem zu stark. Dann ist er nur euch. Aber ich habe auch gehört, glaube ich, dass man den auch nicht, also ab 37k Punkte oder irgendwie sowas kriegt. Also den kriegst du auch nicht mehr so einfach halt. Muss dafür auf jeden Fall schon etwas spielen. Natürlich, klar, die Leute, die sowieso irgendwie bescheißen können beim Formwandler oder das auch zumindest auch tun halt, die werden natürlich schneller daran kommen halt. Aber die Leute, die zum Beispiel den Formwandler ganz gechillig irgendwie spielen oder sowas halt, die kommen dann natürlich später ran halt. Aber sie kommen ja auch irgendwann da dran. Und von daher ist ja halt dieses Set, das einfach nur so geil ist, sowieso nur für die Leute, die fix da dran kommen und halt quasi auch beim Formwandler bescheißen halt. Und die sitzen alle in der Allianz, die auf jeden Fall, wenn du da um 6 Uhr nachts oder um keine Ahnung was, wann auch immer du da kommst auf jeden Fall und rechtzeitig, also nicht gerade daneben stehst halt, dann packen die auch in die Burg der 80-100.000k rein. Da ist doch scheißegal, was da für ein Vogt drin ist. Da könnte ein Brand-BV drin sein. Würdest du vielleicht ein bisschen mehr rauskloppen oder so halt? Okay, vielleicht beim Brand-BV, ja, das wäre schon sehr schmerzhaft halt. Aber halt, auf jeden Fall könnte da auch ein Eis-BV oder ein Samu-BV oder was auch immer drin sein halt. Du würdest trotzdem nicht mehr so viel rausknallen halt. Also von daher verstehe ich nicht, warum ihr den jetzt nicht gebracht habt. Und ja. Ich würde auch gerne mal mit dem Balancing-Typ reden. ich entschuldige mich auch schon vor, wenn es irgendwie so, oh, jetzt hast du aber gerade ein bisschen gewaged. Ich möchte hier natürlich niemanden irgendwie halt,
beleidigen oder sowas halt, oder belästigen oder sowas halt. Ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen halt sehr übertrieben halt ragen halt, auch mal so ein bisschen darzustellen, auch mal die andere Sichtweise einfach mal darzustellen halt. Mir persönlich geht das relativ am Arsch vorbei. Also ich habe auch schon gesagt, ich spiele nicht mehr wirklich. Mir ist das relativ lax halt so ungefähr, ob ihr jetzt den bringt oder nicht oder wann der kommt. Ich werde mir den eh nicht holen. Und gegebenenfalls werde ich auch irgendwann halt nicht mehr wirklich halt, ich spiele jetzt da schon nicht mehr wirklich aktiv halt, also daher ist das auch relativ lax halt, was ich jetzt halt jetzt wirklich halt mache. Aber zum Beispiel für Spieler, die halt noch aktiv spielen und sich darauf gefreut haben, für die ist das, glaube ich, halt jetzt gerade so ein was soll denn der Kack so ungefähr halt. Aber ich meine, genauso wäre die Vorstellung, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwann gesagt hättest, hey, mit den Devs, wir ändern das wieder um, weil jetzt zum Beispiel einige größere Spieler in Anführungsstrichen einfach mal sagen, oh Mensch, ich möchte das jetzt nicht. Denn können die ja weniger Devs nutzen und wir müssen dann mehr Truppen laufen und so weiter halt. Also von daher, ich glaube auch nicht, dass es das PvP wirklich kaputt macht. Das PvP machen ganz andere Sachen kaputt. Zum Beispiel viel Event macht das PvP kaputt. Das PvP wird auch einfach von Spielern an sich sowieso kaputt gemacht. Weil zum Beispiel es gibt in ganz, ganz vielen Allianzen zum Beispiel auch eine No-Go-Liste. Oder auch zum Beispiel auch, sag ich mal, richtige Clans oder sowas, die einfach halt sagen, ja, schlägst du ein, schlägst du alle so ungefähr. Ich meine, greifst du einmal in eine XY-Allianz rein, meldet sich eine größere und kloppt dich zurück so ungefähr halt. Und das ist ja ganz klar, dass das PvP, glaube ich, dann auch zum größten Teil einfach auch manchmal von den Spielern einfach kaputt gemacht wird. Oder auch gerade diese Massenangriffe. Das macht doch das Spiel doch auch im Endeffekt kaputt halt. Klar, wenn du dich mit zwei Leuten, drei Leuten triffst halt und du greifst einen anderen paar Spieler im 1:1, dann ist es doch yay. Aber wenn ihr mit, sag ich mal, 300 Angriffen oder so kommt halt, auf eine andere Allianz halt, die vielleicht euch das auch nochmal irgendwie beantwortet oder so halt, dann haben doch, sagen wir irgendwelche Leute, ja, da habe ich einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil das einfach scheiße ist halt. Oder halt auch, wenn du halt zum Beispiel halt mehrere Angriffe auf eine Burg machen kannst und sowas halt. Und so ganz viele andere Sachen, die machen doch wirklich den PvP kaputt. Und nicht, dass ihr irgendwie einen geilen neuen BV habt oder sowas halt. Wenn ihr zum Beispiel den BV einfach zum Beispiel für kleinere Spieler halt oder für Spieler, die weniger aktiv sind, zum Beispiel halt eher dafür halt, also bereitstellen würdet oder sowas halt, glaube ich halt schon eher, dass die sich auch besser halt wehren könnten, mit der richtigen Einstellung halt, zum Beispiel andersrum. Jetzt zum Beispiel auch mal eine ganz klare, weil so, es werden sich ja immer die größeren Spieler da ja wirklich halt das sehr, sehr schnell halt holen, aber die größeren Spieler, wenn wir zum Beispiel halt angucken bei den großen Allianzen, die wir hier jetzt haben, warte, ich gehe mal kurz wieder ins Spiel zurück, übrigens hier ist mein Spielchat. Mäh! Oh, ich habe das M-Klang geschrieben, ich wäre Hate für. Okay, die großen Allianzen hier. Okay, ich bin keine große Allianz, merke ich. Ich bin übrigens bei, noch relativ weit unten. Die großen Allianzen hier. Nehmen wir mal die Top 10 oder so halt. Von denen werden sich auf jeden Fall einige das relativ, das Teil relativ fix auf jeden Fall holen können halt. Und wenn die angegriffen werden, egal zu welcher Uhrzeit, die stellen da so viel Death rein, das ist nicht mehr schön halt. Das ist wirklich nicht mehr schön. Egal auf wen du da läufst, das ist nicht mehr feierlich. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Übrigens, auf einen von denen werde ich auf jeden Fall am Mittwoch laufen. Ich mache dazu auch noch am Samstag, also heute auch noch einen Livestream. Ich sage euch aber nicht auf wen, aber keine Sorge halt. Ich habe das mit dem auf jeden Fall abgesprochen halt. Und alles besprochen, also wenn irgendjemand sagt, oh, ich weiß davon nichts, dann greife ich euch auch nicht an. Wollte ich nur mal kurz eben erwähnen halt, wo ich das hier gerade gesehen habe. Dass irgendjemand sagt, oh, da müssen wir doch vorher angreifen. Alles chillig auf jeden Fall halt. Und deswegen würde ich halt einfach mal sagen halt, ich würde das auf jeden Fall da wieder halt reinlassen. Würde sagen, Leute, chillt mal eine Runde. Wir haben hier auf jeden Fall einen Balancing-Beauftragten. Wir haben das mit hier alles halt besprochen halt. Wir tun das Teil da jetzt erstmal rein halt. Wir machen das auf. Fertig. So, dann kann da auch niemand weinen halt. Natürlich, klar, es gibt auch immer wieder Leute, die halt, sag ich mal, irgendwie halt weinen. Oder die halt sagen, oh nein, 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 oh nein. Die wird es überall geben. Es gibt auch manchmal Leute, die halt irgendwo an der Straße stehen mit dem Schild und sagen, die Welt wird untergehen. Und dann fährt man mit dem Auto vorbei und denkt, jo,
In 20 Jahren sehe ich dich wieder mit dem Schild und dann sagst du wieder, die Welt wird untergehen. Wann geht sie denn endlich unter? Solche Sachen halt. Gut, ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen genug geraged. Wie gesagt, das war natürlich gerade eben ein bisschen übertrieben dargestellt halt, beziehungsweise auch von meiner Community gerade mal so ein bisschen gewünscht wurde halt. Und ich bin dem halt einfach auch mal ein bisschen nachgegangen, einfach auch mal ein bisschen zu ragen halt und habe auch sehr gut auf meinen Laptop hier gespuckt halt. Also, ich denke mal, wir können gerne mal in den Kommentaren auf jeden Fall darüber halt schnacken, darüber uns halt auf jeden Fall auch mal besprechen halt. Und falls ihr noch keinen Hörschaden habt, wünsche ich auf jeden Fall allen noch einen schönen Tag und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, sagt ihr auf jeden Fall der Ecto-Wolle. Tschüss.